Hallo und willkommen zu meinem vierten Minecraft-Tutorial. Heute bauen wir einen Rüstungsständenwechsler oder Armor Stand Swapper, je nachdem wie man es nennen will. Ja, und dann zeige ich euch, was er kann und wie ihr bauen könnt. So, und hier haben wir hier diesen Rüstungsständerwechsler mit einem grünen Lederteil. Und nun drücken wir einmal auf den Knopf. Und schon ist eine andere Rüstung da, eine Netherite-Rüstung. Drücken wir nochmal den Knopf und eine Dia-Rüstung steht da. Ihr könnt sie auch beliebig anmalen. Okay, dann geht's mal ins Tutorial. Also als erstes müsst ihr ein 1x5 langes Loch, ja, und ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiefes Loch bauen. An der hinteren Ecke macht ihr so eine kleine Treppe. Die ist aber nicht unbedingt so notwendig, dieser hintere Block. Nur zur Orientierung. Genau. Beginnen wir oben. Wo ihr als erstes einen Block eurer Wahl, ich nehme hier einfach mal diese Magenta-Wolle, und dort einen Knopf eurer Wahl rauf platziert. Als nächstes placet ihr unter diesem Block einen klebrigen Kolben mit einem Redstone-Block dran. Dann platziert ihr darunter einen Block Abstand und darunter einen weiteren klebrigen Kolben. Der fährt auch aus, weil er halt von diesem Redstone-Block gepowert wird über die Luft. Aber das soll tatsächlich so. Als nächstes platziert ihr 8 Redstone-Staub auf dem Boden so. Dann darauf einen klebrigen Kolben. Und da kein Redstone-Block, sondern ein Schleimblock. Dann platziert ihr hier eine Fackel neben den Pisten. Uff, das Signal war offensichtlich zu kurz. Also, einfach so, dass da jetzt eine Fackel daneben ist, die aufgeschaltet ist. Genau. Als nächstes platzieren wir einen Obsidianblock neben den Schleimblock, damit der nicht mitgezogen wird. Darauf platzieren wir einen Redstone Dust. Einen Redstone Staub, wie man es nennen will. Und dann bauen wir so eine kleine Treppe mit Stufen oder Slabs. Hier nach oben. So, das sollte dann jetzt bisher so aussehen. Nun nehmt ihr Falltüren. Ich nehme Eisenfalltüren, aber es ist komplett egal. Und dann platziert sie auf dieser Höhe, wo einmal hier die eine Stufe ist, an diesem Block, wo das auf der Höhe dieser hinteren Stufe, I guess. Und dann hier oben nochmal. Und nun sind wir eigentlich auch schon ziemlich fertig. Als nächstes nehmt ihr euch 3 Armor Stands oder Rüstungsständer. Ist eigentlich das gleiche. Platziert einen hin. Macht ein Rüstungsteil ran und drückt einmal den Knopf. Dann platziert ihr noch einen Rüstungsständer und macht wieder ein Rüstungsteil eurer Wahl ran und drückt nochmal den Knopf. Als nächstes platziert ihr noch einen Rüstungsständer mit wieder einem Rüstungsteil. Können sie auch komplett anziehen, das ist komplett egal. Und nun
seid ihr auch schon fertig. Jetzt funktioniert er, jetzt könnt ihr draufdrücken und ihr wechselt immer zwischen den Rüstungsständern. Jetzt haben wir hier die Netherite-Rüstung, jetzt kommt die Dia-Rüstung. Wenn wir nochmal auf den Knopf drücken, kommen wir wieder zur grünen Lederrüstung. Genau, und jetzt kann man das Ganze auch noch irgendwie hier rumbauen. So, es macht auch überhaupt keinen Unterschied, das funktioniert trotzdem. Was, das Einzige, was ihr beachten müsst beim Zubauen, dass ihr hier keinen Block hin platziert, weil sonst schneidet ihr das Redstone da ab und es funktioniert nicht mehr. Also hier kein Block hin. Aber sonst könnt ihr hier bauen, wie ihr wollt. Und dann habt ihr hier euren Rüstungsständerwechsler. Und nun erkläre ich euch, wie er funktioniert. Eigentlich ist es ganz einfach. Einmal, wenn ihr auf den Knopf drückt, geht dieser Piston ausgefahren. Dieser Piston wird dadurch wieder ausgefahren, also es passiert erstmal nichts. Allerdings seht ihr, wenn der Piston eingefahren wird, geht der untere Piston auch einmal eingefahren und dadurch kommt hier ein kurzes Aussignal zum Blinken. Durch diese Fackel wird das halt wieder negativiert und hier kommt wieder ein kurzes Blinksignal ran, was hier hochgeht und jede Falltür einmal aktiviert und natürlich auch den das Bounce Pad, also einfach diesen Piston, der dann den untersten Rüstungsständer einmal nach ganz oben katapultiert. Dadurch, dass die Falltüren einmal kurz aufgehen, fallen sie alle einmal runter, eine Etage. Da habt ihr es gesehen und so einfach funktioniert das auch. Ich hoffe, mein Tutorial hat dir weitergeholfen und bis auf Wiedersehen.